Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute habe ich wieder mal eine ganze Menge Krempel aufgeschrieben, was wir tun werden. Und wie immer fangen wir mit den kleinen Sachen zuerst an. Denn mir fiel auf, ich habe ja letztes Mal bei der Hühnerstange rumgefriemelt und habe dafür ja unseren Speer, das war ein Dingenspeer, hier Feuersteinspeer, und da habe ich den guten ja genommen und habe gesagt, den bringe ich später wieder zurück, habe ich nicht gemacht. 5 Holz, 10 Feuerstein, 2 Lederreste, easy. Ach ja, die sind jetzt hier. So, 5 Holz, hier, so, halt. Und 10 Feuersteine, das ist bei Pfeilspitzen. So. Zack. Perfekt. Oh, dann stellen wir den mal fix her. So. Der hier. Und dann bringen wir den mal nach oben. Zu unserer Hühnerstange. Weil dann können wir nämlich den, ich glaube, der war nämlich schon Stufe 4, ne? Den wir da angebracht haben. Oh. Ups. Ist es gerade morgens? Ja, ne? Ich glaube, ich war ja pennen, bevor ich die Aufnahme beendet habe, ne? Gut. So, dann den Speer hier. Hör damit. Und stattdessen den Stufe 1 Speer hier ran. Zack. So. Und den ich jetzt gerade in der Hand habe, bringe ich nach unten. In unsere Rüstkammer. Dort, wo er hingehört. Und zwar hierhin. 6. So. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Das muss ich schon mal streichen, weil ich habe noch eine ganze Menge anderer interessanter Sachen aufgeschrieben. Ja, letzte Aufnahme war ja sehr chaotisch, ne? Da ging ja alles schief. Diese Aufnahme wird es besser, hoffentlich. So, das nächste, was ich hatte, war To Farm. Da können wir auf jeden Fall erstmal... Ja, das hier brauchen wir gar nicht mehr, ne? Eicheln und Kupfer. Ich guck mal kurz, ob wir noch Eicheln brauchen. Ja, wir haben noch 29, das ist eigentlich okay. Das heißt, Eicheln kann ich streichen. Ich gucke nochmal nach Kupfer, weil wir brauchen ja auch... Ja, wenn ich mir so meine Bronze ansehe, könnte... Ja, doch, Kupfer lasse ich nochmal dran. Aber auf jeden Fall werde ich mal... Eicheln können wir entfernen. So. Halt, dann hier ein paar mehr Leerzeichen zwischen. Immer noch ein paar. So, kopieren. Dann hier einfügen. Und zwar war zum einen Weich GWB. So. Und außerdem dieses neue Erz. Verdammt, wie hieß es denn nochmal? Wie hieß das neue Erz nochmal? Feuer. Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Ich schaue mal nochmal kurz nach. Flammenkern natürlich. Flammenkernerz. Das brauchen wir nämlich auch ordentlich. Und da habe ich mir auch was überlegt. Aber das, da rede ich erst später drüber, wenn es soweit ist. Flammen. Ja, da dreht er durch. Das kann ich mir vorstellen. Weichgewebe und Flammenkern. Sehr gut. Kochen können wir erstmal kicken. Dann Galdatable und Schmiede haben wir auch gemacht. Das muss natürlich noch irgendwie hier unten rein. Neuer Met, neues Essen. Da können wir uns später drum kümmern. Werkstatt. Hatte ich ja fast fertig. Da fiel mir dann der hier auf. Ja, den müsste ich da eigentlich auch noch reinbringen. Und ich habe mir überlegt, ich werde das jetzt einfach vorspulen. Ne? Soll ich das jetzt mal eben schnell machen? Dann haben wir es hinter uns. Weil das ist ja wirklich der letzte, der noch fehlte. Ne? Das habe ich letztes Mal ja verkackt. Und da will ich euch das nicht antun. Weil das ist für mich auch immer ganz schön nervig. Deswegen spule ich das vor. Also bis gleich. So, war doch gar nicht so schwer, Gott sei Dank. Ja, das haben wir das Ding dann noch da oben und das Werkzeugregal, aber das ist ja eigentlich okay. Und der Rest ist jetzt unten eingebaut und ich gucke nochmal nach, aber würde mich jetzt wundern, wenn das nicht stimmt, weil sonst könnte ich es ja nicht bauen, ne? Und hier die Werkbank ist auch auf Stufe 5, der hier ist auf Stufe 7, der hier ist auf Stufe 5 und der hier ist auf Stufe 4. Also alles korrekt, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Sehr gut. Das heißt, das kann ich ebenfalls streichen. Einen Moment. So, perfekt. Und dann fiel mir noch was auf. Und zwar habe ich hier, als ich die hier gebaut habe, das da finde ich überhaupt nicht schön.
Und da dachte ich mir, das machen wir mal ein bisschen anders, weil das sieht jetzt so chaotisch aus. Da zum Beispiel dieses Brett ist drüber und das andere Brett direkt daneben ist hier so drunter. Und deswegen werde ich mal kurz das entfernen und das entfernen. Und dann machen wir das ein bisschen anders. Und zwar hier gegen. So. Und zwar nach unten drunter. So. Das wird eine Millimeterarbeit. So sei es, aber ich glaube, das wird sich lohnen, weil das dann deutlich besser aussieht. So. Nee. Na komm, so. Und das gleiche nochmal hier. Ah ja. Shit, da kann ich ja gar nicht richtig anbappen, ne? Ah, da kann ich einen kleinen nehmen. Problem gelöst, so. Ja. Ja, das finde ich besser. Dann haben wir hier und hier haben wir dann so einen kleinen rechten Winkel reingebaut. Und da genauso, ne? Man sieht's. Das ist wirklich nicht schön. Deswegen nochmal das gleiche hier. Und zwar gedreht sind die schon richtig. Also so gegen... Oh, der ist ja falsch. Ja, Moment. Der gehört hier gegen. So. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Dann hier nochmal den. Den machen wir hier gegen. Leicht nach unten versetzt. Ja, rutschen ist natürlich keine gute Idee. So, ne? Warte mal, ich mach mal, dass es bündig ist da mit der grünen Linie. Rechts. Und ein Stück nach unten. So. Und dann den kleinen hier ran. Nee, an den da. So. Huch. Oh, jetzt habe ich ein zweites gebaut. So, ne? Nee. Der ist schon wieder falsch. Der ist auch drüber. Der ist trotzdem drüber. Nee. Der muss noch weiter runter. Sorry. Ja, ist wieder eine Friemelarbeit. Könnte ich eigentlich wieder vorspulen, ne? Aber ich lasse das jetzt mal. So, ist der jetzt runter? Ja, ne? Gut. Und wenn ich den jetzt hier dran bappe, müsste der ebenfalls... Nee. Der ist auch falsch. Der ist richtig. So nämlich. Ja, viel besser. Sieht viel besser aus. Und das machen wir jetzt bei jeder Ecke. Da, ne? Sieht aus wie Kraut und Rüben. Mal überlappt das hier ein Stück. Dann hier, dann da so ein Fitzelchen. Das sieht wirklich nicht schön aus. Müsst ihr doch selber zugeben, oder? Also deswegen nochmal weg damit. Nach unten. So. Zack. Und den hier gegen. Halt, an den gegen. Dann hat er genau die richtige Höhe. Ja, das könnte von unten jetzt komisch aussehen, ne? Ich schaue mir das mal kurz an. Plusti und Zapfi. Na süß. Versperr mir den Weg, wa? So was dreist. Einfach über sie rüber gesprungen. Ist noch dreister. Ja, von unten sieht's okay aus. Bin ich ehrlich. Ja. Ein bisschen asymmetrisch vielleicht, aber schon okay. Dann nochmal nach oben. Und das machen wir bei den anderen Ecken auch nochmal fix. Weil die innere Ecke... Sag mal! Süßies! Das macht ihr doch mit Absicht! So, hier genauso. Kraut und drüben. Weg damit. Und das auch. Dann hier gegen. Halt, ich scroll wieder run. Weil es ist ja Millimeterarbeit. Nimm mal deinen Kopf da weg, bitte. So ungefähr. Na komm. So. Zu hoch. Kopf weg. So, na komm schon. Na komm schon. So. Das sieht gut aus. Dann den kleinen hier dran. Ja, doch, ist richtig. Und bitte so. Dankeschön. Perfekt. Viel besser, ja. Gut, das gleiche nochmal hier. Die habe ich sowieso falsch gedreht. Die müssen so gedreht sein. Das fiel mir auch auf, als ich die... Das fiel mir erst beim Cutten auf. Dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Aber so sei es. So, nach oben. Und nach unten. Und nach ein Stück so. Obwohl, das geht, ne? Ist okay. Sieht man nachher sowieso nicht, diese Abgrenzung hier. Und zack. Das Innere hier.
So. Hm? Ach, hier ist schon wieder einer falsch. Schon wieder geschlammt. Moment. Der kommt so dran. Oder? Jetzt das chaotische Muster. Aber was soll's. Was soll's. Hauptsache, es sieht geil aus. Sieht's ja. Also auch wenn es chaotisch aussieht, sieht es trotzdem geil aus. So. Machen wir mal so dran. Ein Stück nach unten. Zack. Das ragt nicht rüber, ne? Sehr gut. Und hier dran. Zack. Der ist ebenfalls drunter. Perfekt. Ja. Und dann noch die letzte Ecke. Dann haben wir das auch hinter uns. Geht ja doch recht fix. Gott sei Dank. So. Ich mache einfach so, ne? Auch wenn es hier jetzt nicht 100% bündig ist. Das sieht man sowieso nicht, glaube ich. Nein, der ist falsch. Der ist falsch. Der muss hier gegen. So. Ja, sieht man nicht. Ne, man sieht ja auch den Übergang hier gar nicht. Oh, es zittert. Man sieht den Übergang doch. So, und hier natürlich ebenfalls falsch rumgedreht. Das gehört so rumgedreht. Und hier dran gebappt. So. Ne, ein Stück nach unten. So. Sehr gut. Und den kleinen. Und da sind wir hier durch, ne? Das war's, glaube ich. Ich guck nochmal, aber ja, hier haben wir das. Sieht besser aus, ne? Viel besser, ja. Ja. Sehr gut. Und dann können wir den restlichen Stuff wieder hineinschmeißen. Und haben das auch durch. Sehr gut. Querbretter im Lager habe ich mir hier aufgeschrieben. Was nehmen wir denn mal als nächstes? Hm, neuer Stab, neue Waffen. Denn wir haben jetzt sämtliche Ressourcen, die es gibt, glaube ich. Ich glaube, uns fehlt keine einzige Ressource aus den Ashlands. Und wir haben ja vor allem hier diese Edelsteine gefunden. Und da gibt es spezielle Waffen. Ihr erinnert euch ja, dass ich in meiner Rüstkammer alle Waffen, die es gibt, aufgereiht habe. Und zwar maximal hier hochgeschmiedet, ne? Aber, ich bin ganz ehrlich, bei dem neuen Update, bei den Ashlands, gibt es so viele Waffen, dass ich ab, ne? Also hier und hier gilt die Regel noch, aber ab hier bis hier, diese drei, da werde ich nur die Waffen craften, die einen Namen tragen. Also sowas wie Schwarzmetall-Adgeier oder Schwarzmetall-Schwert nicht. Aber wenn es einen Namen hat, sowas wie Nebelbrecher, dann schon. Und ich guck mal kurz nach. Es gibt hier doch bestimmt sehr viele interessante neue Sachen. Stimmt, wir haben ja erstmal das Flammenkernzeugs. Das könnte ich theoretisch schon mal craften, aber das müsste ich dann ja auch aufwerten, ne? Und vor allem hier enorm aufwerten. Alter, das wird so viel kosten. Dann haben wir Aschezahn. Das hat einen Namen. Das schreibe ich mir mal alles auf. Aschezahn. Damit ich weiß, was auf uns zukommen wird. Ascheumhang. Da weiß ich gar nicht, ob wir den bauen wollen, weil... Und dann Metallfäden, der kommt gewordenes Schicksal. Ja, keine Ahnung, was das bringen soll. Angriffsausdauerverbrauch, Blockenausdauerverbrauch. Naja, gut. So, Arbalest, die haben wir schon. Zerreißer. Das ist dein Name. Zerreißer. Dann Flammenkernhelm. Oh, der sieht aber schick aus. Die ganze Ask- und Flammenkernrüstung, die bauen wir natürlich. Flammenkernstreitkolben, das würde ich zum Beispiel ausklammern. Askwind-Sattel, das steht auch noch an. Flammenkernschild, den muss ich, glaube ich, craften. Und den Turmschild auch. So richtig abgewetzt. Sieht schon geil aus. Flammenkernschilde, schreibe ich mal auf. So. Dann Zerstörer, Chitinspeer. Splitmir. Das ist ein Name. Split. Mir. Dann Nidhögg ist ein Name. Nidhögg mit Doppel-G. Und Totschläger ist auch ein Name, ne? Ja. Aber wo ist denn hier diese Blut,
Klinge. Bin ich bescheuert? Habe ich die übersehen? Berserker-Äxte. Die sind eigentlich ganz geil, aber es ist kein Name, ne? Habe ich die übersehen? Die. Ja, hier haben wir die Glocke. Dafür brauchen wir 3 Fragmente nur. Ah. Ich dachte, wir brauchen dafür mehr. Gut. Bolzen. Hä? Aber wo ist denn hier die. Hä? Moment mal. Ich guck mal kurz. Ah, hier. Huch. Noch ein Stab. Trollstuff. Ruft eine wütende Bestie herbei, die Tod und Zerstörung verursacht. Und Tundr. Da braucht man noch einen Blutstein, ne? Wer als nächstes kommt, wird dich schockieren. Okay, okay. Da mache ich hier mal einen Strich. Tundr. Trollstuff. Stuff mit V, ne? Stuff. Und außerdem den Stab der Wildnis. Stab der Wildnis. Stab der Glut, Stab der Spaltung haben wir schon. Totenbeschwörer. Ja, also die würde ich ganz gerne herstellen. Das ist aber ein Schwert, ne? Blitz. Oh. Als nächstes kommt... Ist das ein Stab oder ist das ein... Schwert? Das sieht irgendwie aus wie ein Schwert. Und es kostet auch Flammenkerne, es kostet aber auch Ascheholz. Hä? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall den hier würde ich ganz gerne herstellen. Uralte Kräfte der Natur ruhen zusammengerollt in diesem Stab, bereit entfesselt zu werden. Ascheholz, Straußenfarn, Himmelsfeder und Jade. Und wir brauchen nicht, wir brauchen kein Eiter für den. Ascheholz, Straußenfarn. Moment. Damit. Straußenfarn. Hier. Oh, wir haben nur noch 14. Gut möglich, dass es trotzdem reicht. Und Troll war das, ne? Moment, ich gehe mal kurz nach oben. Und ich gehe stark davon aus, wir brauchen nur eine. Deswegen nehme ich auch nur eine mit. Fürs Upgraden brauchen wir bestimmt keine. Also wieder zurück. So. Hm, was fehlt denn? Hä, bin ich bescheuert? Oh, jetzt habe ich sie durcheinander gebracht, ne? Himmelsfeder brauchen wir 3. Stimmt. Jetzt wollte ich beide auf einmal bauen. Da nehme ich einfach mal 8 mit. Und machen wir den zuerst. Stab der Wildnis. Jetzt keinen Fehler machen. Herstellen. Aufwerten. Dafür brauchen wir 2 Straußen fahren. Ja, das zweite Mal aufwerten wird nix. Ach, können wir gar nicht, ne? Glaube ich. Mal gucken. Doch, könnten wir nochmal aufwerten. Dafür brauchen wir nochmal 6 Federn. Nochmal 2 Jade. Das ist natürlich brutal. Na gut. Und den Trollstaff. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Dafür brauchen wir noch 3 Flammenkern und 15 verkohlte Knochen. Den Rest kann ich mal kurz zurückpacken. Hier. Ich weiß nicht genau, wie viel Erz wir brauchen. Ich nehme einfach mal ordentlich was raus. Oh, ich hoffe, mein Mikrofon steht richtig. So, ich nehme einfach mal die Hälfte raus. Und außerdem verkohlte Knochen. Da bin ich sehr gespannt. Sag mal, die Hühner. Hier, verkohlte Knochen. Und da hoffe ich ebenfalls, wir können den maximal upgraden, herstellen. Und aufwerten. Was brauchen wir dafür? Doch, wir brauchen mehr Trophäen und Blutsteine. Ja, die haben wir sowieso nicht. Gut. Ja, da kann ich den Rest wieder wegpacken. Oh Mann. Aber was machen wir denn mit diesem Blitzding? Mit dem hier? Iolit. Ich guck noch mal kurz nach, weil müsste hier nicht noch irgendwas sein, was den Iolit braucht? Kann ich so durchgehen? Nee, ne? Pfeiltasten geht nicht. Wofür brauche ich denn dann den Iolit? Hä? Ich guck noch mal hier, ob hier irgendwelche Sachen Iolit brauchen. Nee, nee, nee. Chitinspeer, nein, nein, nope. Askensattel. Hätte mich auch gewundert. Wofür braucht man denn die Ioliten? Fehlt mir noch was? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch alles, oder nicht? Auch hier nicht? Schlüsselteil, Glocke. Berserker-Äxte auch nicht? Nö. Hä? Schreibt mal bitte rein, wofür ich die Ioliten brauche, weil warum kann ich nichts craften, wofür man die verbraucht? Das verstehe ich nicht so ganz. Hm. Aber gut, ich baller mal die Knochen hier wieder rein. Dann die Federn. Hier.
Und natürlich die Kräuters hier unten. Ach ja. So. Und wir haben die neuen Stäbe. Die würde ich auch direkt mal ausprobieren. Bin ich ehrlich. Aber erstmal gehe ich nach unten und bringe den Stuff wieder weg. So. Und außerdem ist es Nacht geworden. Das heißt, ich gehe mal kurz ratzen. Und dann beschwöre ich mal einen Troll, wa? Also ich gehe mal davon aus, der beschwört Trolle. Ich meine, er ist immerhin Troll-Stuff und es wird ein Troll, also eine Troll-Trophäe benötigt. Haben wir dann eigene Trolle, die für uns kämpfen? Das ist ja übel geil. So, aber erstmal gute Nacht. Guten Morgen und ich würde sagen, wir gehen mal direkt nach unten. Oh nö, kann das Wetter bitte besser werden? Ich hoffe, das ist doch das Wetter von gestern und das resettet sich jetzt. Laggedy lag. Ach ja, ganz wichtiger Hinweis. Ich habe mich doch schon seit, keine Ahnung, eigentlich seitdem es dieses Let's Play gibt, gefragt, warum zur Hölle laggt es hier immer so ab. Also jetzt gerade geht's, ne? Wie ihr merkt. Aber wenn ich vor allem nach da gucke, da fängt er immer an zu laggen, weil ja es ins Innere geht. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Ich habe in den Kommentaren gelesen, verdammt, es tut mir leid, ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe mir den nicht aufgeschrieben, aber es war ein sehr, sehr, sehr nützlicher Hinweis. Du hast zwei Kommentare darüber geschrieben, woran es liegt, dass es so übertrieben ableckt. Und der Grund ist, sind gar nicht die Sachen da oben, sind gar nicht die Sachen hier, sind gar nicht die Viechers, sondern, und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das auch eine Rolle spielt, Terraforming. Dass ich hier alles ausgebuddelt habe. Das ist das Problem. Und das Problem, also was damit einhergeht, ist, ich kann das ja nicht rückgängig machen. Ich kann das ja nicht rückgängig machen. Ich habe das ja jetzt schon weggebuddelt. Ich kann ja nicht das einfach resetten. Das bedeutet, es wird immer laggen. Ich kann machen, was ich will. Ich habe ja jetzt, also die Base muss ja schweben. Dafür muss ich sie ja wegbuddeln. Ne? Und damit sie auch, damit das ein bisschen eindrucksvoller aussieht, habe ich ja hier richtig viel rausgebuddelt. Ne? Das seht ihr ja. Bis da hinten. Und oh, warum muss es denn jetzt regnen? Aber gut, ne? Bis hier hinten, ihr erinnert euch, habe ich alles weggebuddelt. Und das frisst so viel Ressourcen. Und ich kann es nicht wieder zurückmachen, ne? Hm. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist gut zu wissen. Ist aber auch irgendwo traurig zu wissen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Und ich würde mal hier runterjumpen. Ich hoffe, ich werde nicht nass, wenn ich hier so ganz nah an der Kante bleibe. Sehr gut. Sehr gut, wir sind nicht nass geworden. Und dann will ich nämlich mal die neuen Stäbe ausprobieren. Was macht denn der? Ich wette, der macht so ein Wurzeldingens wie der Uralte, oder? Der beschwört bestimmt Wurzeln. Ach ja, Alter, erforderlich, na klar. Gönn dir. Und, ey, der sieht aber übel geil aus. Ja, schon episch. So, dieses Grün, das ist ja voll abgefahren. Warte mal, ich muss mal kurz warten, bis der Mana-Balken voll ist, damit ich ein schickes Thumbnail kriege. So zum Beispiel. Jo, perfekt. Und jetzt benutzen wir ihn mal. Aha, eine Wurzel, sag ich doch. Das war so klar, weil sie haben den Zauber ja schon, dass sie den genauso auch nochmal herrscht. Ich wusste es. Hab ich mir schon gedacht. Greift er auch mich an? Das wäre auch ganz schön dreist gewesen. Kann ich den kaputt machen? Nein, ich kann dem auch gar keinen Schaden. Ach, ich gehe sogar durch ihn durch. Das ist ja noch praktischer. Das heißt, ich kann richtig viele von denen beschwören. Oh. Wie viele kann ich gleichzeitig beschwören? Ich mach mal immer nur einen. Nee, so viel wie ich Mana habe. Oh. Dann mache ich einfach ganz viele von denen neben die Spawner. Und die erledigen das für uns, oder nicht? Ja. Gibt keine Maximalanzahl. Das ist ja Übelhammer. Okay, geil. Und der hier, Alter. Auch der sieht sehr episch aus. Oh, vor allem mit diesem roten Licht. Ist das geil? Ist schon Hammer. Warte mal, ich stelle mich mal so hin.
Weil mit dem Regen im Hintergrund wunderschön. So. Perfekt. Und wenn ich jetzt beschwöre, dann wird er wahrscheinlich genau wie die Skelette neben mir im Vieh beschwören. Das wird wahrscheinlich so hoch sein, dass es hier gerade noch durchpasst. Da. Oh, shit. Ups. Der greift unsere auch an und hat unsere komplette Hühnerfarm vernichtet. Upsi! Scheiße! Den Hühnern geht's noch gut. Ja, hier ist ja immerhin noch ein bisschen Eisen, was das alles festhält, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, dieser, dieses Hühnerding hier ist sowieso obsolet gewesen. Und schön war es auch nicht. Also, so schlimm ist es nicht, aber boah, das ist ja übel brutal, der Zauber. Warte mal. Der schmeißt also so einen, oh, dann so einen untoten Troll. Das ist ein sehr mächtiger Zauber. Die will ich eigentlich gerne beide mitnehmen. Wir haben ja jetzt mittlerweile so viel aussortiert, ne? Der hier gehört ja eigentlich auch nicht dazu. Wir sind ja normalerweise so unterwegs. Das heißt, wir hätten den und den. Wir haben hier oben die Tränke, hier unser Essen. Wir könnten den hier hin machen. Und dann entweder den oder den immer switchen, ne? Wobei ich den hier sogar nochmal upgraden würde. Aber dafür brauchen wir Blutsteine. Wir müssen mehr Festungen finden, ne? Ja, jetzt hört es auf zu regnen. Na, super. Aber das ist ja geil, Alter. Oh, Mann. Ist voll das Ding eingekracht. Gut zu wissen. Alles klar, zurück. So. Und weiter geht's. Und als nächstes, gut, dass es auch gerade aufhört zu regnen. So, und wir sind auch wieder trocken. Perfekt. Weil ich wollte mal zur Felderbase gehen. Denn da ist mir auch was aufgefallen. Und zwar hier. Ich hoffe, das ist mal ein bisschen weiter gewachsen. Wachs mal bitte. Ja, perfekt. Und hier sind sogar ein paar Trauben dran. Hör damit. Oh, gar nicht wenige. Weil, mir ist nämlich letztes Mal aufgefallen, als ich die hier gedreht habe, dass ich die hier abgerissen habe. Zum Beispiel hier haben wir, sehr gut, her damit. Hier haben wir ja sowohl von der Seite als auch von der Seite überwuchert. Und da ist mir aufgefallen, was wir machen können. Wir können von einem die Hälfte wegnehmen und von dem anderen zum Beispiel den und den. Und dann kann man durch, oder? Das geht natürlich nur, wenn sie schon gewachsen sind. Und ich sehe auch gerade, auf der Seite fehlt noch, ne? Ich glaube, wenn wir das nämlich erstmal alles wuchern lassen, dann können wir hier Löcher reinmachen und dann können wir hier sogar durch. Voll geil, oder nicht? Das fand ich ganz cool. Ich lasse die Spalier aber erstmal so, wie es ist. Moment. Da will ich gerne die richtig gedreht haben. Ich mache die nochmal so dran. Und so. So. Damit das auch noch hier rüber wuchert. Das sieht man jetzt schlecht, ne? Warte mal. Ja, hier könnte es noch überwuchern. Dieses Feld hier. Ja, das Feld hier muss noch überwuchern. Und dann können wir das hier nämlich entfernen. Also jeweils einen halben von der Seite und von der. Und das hält dann trotzdem, ne? Finde ich übel geil. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn die Trauben da oben liegen bleiben. Aber was soll's. Also, traubenmäßig, das reicht ja übel, was wir hier haben. Das Spalier hier ist ja schon mehr als genug. Wir sind jetzt ja einmal gewesen, wir haben 21 Trauben. Jawohl. Die verbrauchen sich vielleicht auch schneller, ne? Wobei es allerdings ja noch nicht fertig gewachsen ist. Ich lasse das mal weiter wuchern. Ach ja, und hier haben wir ja auch noch. Das sieht ja auch geil aus. So hoch und dann hier so rüber. Interessant. Sehr gut. Ja, weil das wollte ich auch nochmal probieren. Man kann einen Spalierdurchgang machen und dann durch die Pflanzen durchgehen. Das streiche ich auch mal. Perfekt. Perfekt. Und wir müssen auch mal wieder Harz holen, ne? Und das mache ich jetzt auch. Also hindurch. So. Hör damit. Hör damit. Und hör damit. Und tschüss. Bevor hier noch ein Feind kommt. So. Perfekt. Hervorragend. Wie spät haben wir es eigentlich? Wir haben gerade Vormittag noch. Perfekt. Dann können wir ja eigentlich nochmal losziehen, wa? Aber erstmal würde ich den ganzen Stuff einsortieren. Die Samen kommen hier rein. Beeren kommen dort rein. Halt.
So. Dann haben wir Fleisch. Wir haben Harz, wir haben Zähne. Fleisch kommt hier rein. So. Können wir auch bald nach oben bringen, ne? Genauso wie das hier. Aber erst, wenn es voll ist. So, dann haben wir hier Felle. Und Zähne. Und Holz. Teer? Hä? Wo habe ich denn den Teer her? Hä? Keine Ahnung. Ich schmeiß das auch mal rein. Habe ich eben gerade... Wo habe ich Teer her? Ach so, von dem eingekrachten Dingens. Natürlich, von den vom Hühnerstall. Hä, warum war das nur 24? Und nicht die vollen 30? Habe ich auch gerade nicht mitbekommen. Hm, wie auch immer. Ich pack mal den hier rein. Zieh mir die Kapuze an. Nehme mir außerdem noch ein paar mehr von den Zaubertränken. Oh. Wir müssen Meter aufsetzen. Wir brauchen Zauberdingens. Wir brauchen Mana-Tränke. Und Ausdauertränke eigentlich auch. Ja gut. Wollte ich eigentlich später machen, aber ich merke gerade, wir haben echt akuten Bedarf.